Tolle Logik, ne? Hallo! Oh! Hey, Sprüche klauen ist nicht. Gut, dass wir wen haben, der für uns spricht. Ich hab ja gesagt, keine Ahnung, was passiert, wenn man hier zum Beispiel jemanden wie Christus nicht dabei hat. Oder Axel oder irgendwen. Joa. Scheiß Raketen. Ich finde es auch witzig, dass irgendwie diese ganze Politik so, ja, Rabiagarten wurde eingeäschert, you know, irgendwie voll an denen vorbei ist. Da ist die brennende Frage. Ist der Direktor? Genialer Plan. Wir verstecken uns direkt unter ihrer Nase. Legitim? Hey! Schuh, kannst du nicht wenigstens die Monster auf dem Weg kaputt machen? Hallo Bomber. Chance auf Erstschlag. Also wie ein Präventivangriff, bloß dass der Gegner nicht verkehrt rumsteht. Drei Bomberspitze, das wird ja immer mehr, was ich hier klaue. Naja, töten wir es halt. Also nein, eigentlich stecken wir es in die Tasche. Oder auch nicht. Ja, du fühlst dich voll unfair behandelt und plusterst dich auf, machst einen riesen Tara. Packen wir den Unkrautjäter aus und dann... tot. Stillschweigend unter den Teppich gekehrt. Scheibe für Scheibe. Also, hier lang, ja. So. Also, dann dürfen wir jetzt wohl mal in die höheren Stockwerke mit dem Lift, die sonst nicht so jedem zugänglich sind. Sieht doch eine Animation, Lift fährt nach oben, ganz ungewohnt, hoppla. Und siehe da, fancy. Ah. Direktor will genaueres wissen. Dann informieren wir den doch mal. Die denn zuhören in Waverkey ist du. Alle anderen nicht. Ja, also hier dieser Schullautsprecher mit den Durchsagen so. Nö. And I say nope. Wenn er den Gruß macht, das klingt so. Das sieht so zerschäbig, so schäbig aus. Nur was ausprobieren. Take a gamble. Mann, wir sind nicht in einem Pen and Paper. Das würde mich Rollenspieler bringen? Och, hör, komm. Ich lasse meinen Charakter pokern. Das kann ich noch verstehen. Aber, Dude. Das ist... egal. Er packt jetzt einfach den großen, stationären, Anti-Raketen, antiken Superlaser aus. Blitzt die ganzen Raketen. Ach so, jetzt muss ich hier wieder irgendwen ansprechen. Will heißen, ihn hier. Niemand anders geht.
Das finde ich sehr schön, wenn man hier, dass man genau ausgerechnet an dieser Stelle ins Squirrels Kopf reingucken kann. Es ist einfach, ja, sehr gut beleuchtet. Er so denkt. Ich persönlich frage mich immer noch, warum man jemand auf Barlamp einen Schutzbunker baute. Andererseits sah die Welt früher ja vielleicht auch ganz anders aus, deswegen... egal. Die MD-Ebene. Ich habe keine Ahnung, wofür MD steht, aber naja. GPA. Also, wir haben eine Anlage, von der wir nicht wissen, ob sie funktioniert, was sie tun sollte oder was sie tun kann. Und wir hoffen, dass die in dieser spezifischen Situation etwas ausrichten können. Yippie! Und dazu gehen wir in die alten, verlassenen Bereiche des Gartens, damit das noch nicht spannend ist. Also dann! Auf Kamera, dann aufs Pferd, aufs Pferd. Ich weiß, ich bin nicht so der tolle Sänger, aber fuck. Leute, es wäre besser, wenn ihr in den Lift kommt. Ich habe gehört, das hilft beim Runterfahren. Ah. Nein, das. So. Sind nicht mehr ganz so viele Raketen, habe ich den Eindruck. Ich glaube, ein paar sind vom Weg abgekommen. Irgendwo unterwegs ist mehr gefallen, Sprit ausgegangen, ich habe keine Ahnung. Ja, die anderen sind jedenfalls jetzt eingeschlagen. Kabumm, Garten tot. Nein, Spaß. Joa. Klasse. Wir stecken fest. Ist das nicht ein toller Anfang? Also. Auf in die alten, gammligen Eingeweide des Gartens. Klingt toll, wenn man das so sagt. Was ich schön finde, ist, dass hier in der Regel darauf geachtet wird, dass die Abstände der Leitersprossen und die Bewegung der Charaktere aufeinander abgestimmt sind. Meistens landen die Füße der Charaktere auf einer Strebe, oder zumindest grob an einer Strebe. Das finde ich gut gemacht. Oh, nee. Nee. Der Lift funktioniert wieder. Lass uns wieder einsteigen. Boom. Da dumm. Licht. Wir haben wieder Strom. Na komm schon, Squirrel. Sei ein Mann. Komm schon. Danke. So. Wo sind wir jetzt? Irgendwo. Irgendwo in dieser Ebene, wo man eigentlich nicht hin sollte. Weil man eigentlich den Lift nimmt. Da dumm. Wir kriegen hier sogar den Hinweis, dass hier schwach gegen Hitze sind. Ja, haben wir. Ja, doch. Ich finde es etwas langweilig, hier jetzt das Ganze zu erklären. Allerdings ist das hier auch so mit der erste Dungeon, wo es durchgängig eine Elementarschwäche gibt. Also wirklich absolut durchgängig. Jeder Gegner hier ist feueranfällig. Deswegen packen wir jetzt einfach mal unsere besten Feuerzauber aus. Den. Da achte ich auch nicht mehr drauf, dass hier irgendwie... was ich sagte mit, jetzt mehrere Angreifer mit gleichem Element. Fuck it. Total unwichtig hier. Hitzewandler, wie viele Bombersplitter haben wir inzwischen? 10.
Quills hat keinen Platz mehr. Oh weia, das müssen wir beheben. Das war dringend. Aber wenn wir jetzt irgendwo einen Zauber zum Drawen finden, dann ist das scheiße. Lauter unsortierten Scheiß, sowas da. Das braucht doch kein Mensch. Hey, komm, Irvine. Du bist schon so ein Zauber. Ablager. Eisra. Wenn sie Eisra hat, braucht sie Eisra eigentlich. Die Blitz mache ich zu Blitzra. So, und das war auch alles, was ich hier für den Moment tun kann. An mit dem Zauberwandler M. Es sind immerhin zwei Slots mehr. So. Ich kann mir 40 Feuer herstellen, wenn ich will. Die geben dann, ich glaube, 36 oder 32. 32% Hitzeangriff. Nur so als Vergleich. Feuerer geben also sehr viel weniger. Jetzt habe ich hier insgesamt. Hier habe ich 100 Feuerer für einen beliebigen. Gebe ich Squall. Einfach weil Squall unser Angriffsmonstrum ist und der den Scheiß braucht. Außerdem kann ich dann. Wie viel Feuer haben wir denn? Da 100, da 100. Wir können uns noch 100 herstellen. Wir nutzen jetzt mal ein paar von den Zaubersplittern. Irgendwer, Selfie. Kriegt jetzt noch mal ein paar Feuer. Und dann packen wir den Zauberwandler Emma aus. Und machen die alle schön groß. Ach, du hast schon 100 Feuer, deswegen können wir ihm nicht Feuerer herstellen. Du kriegst 100 Feuerer. Jetzt wird rumgetauscht, das ist jetzt ein bisschen aufwendig für den Moment. Tut mir echt leid. Aber, 40 lohnen. Bin zuversichtlich. Wem hatte ich eben das übrige Feuer gegeben? Selfie, ne? Ja, genau, dann. Feuerer darüber. Jetzt hat Excel wieder Feuer, kriegt die. Und den Rest machen wir mit einem Bombersplitter. Jetzt haben wir nämlich zum Preis von beinahe gar nichts, na gut, von zwei Bombersplitter, ihm eine ganze Menge Feuerer gemacht. Das finde ich lohnt sich. Denn das bedeutet, dass statt 50% seine Elementangriff jetzt. Oh, 80%. Ich habe mich geirrt. Zauber sind doch ein bisschen stärker, als ich dachte. Ist. Und das bedeutet natürlich 30% mehr Schaden. Hier unten, zumindest. Und ist allgemein schön fürs Combat. Jetzt sortieren wir nochmal schnell, schauen, ob wir irgendwo Zauberplatz schaffen müssen oder können. Also, ich sehe da zum Beispiel so. Ja, genau sowas sehe ich da. Die 29 Blitz da. Quizze sollte einfach bei Zeiten ein bisschen Zauber verfeuern, habe ich den Eindruck. Okay, Hast hat sie voll. Rotes hat sie voll. Stopp. Nee, gebe ich ihr mal nicht. Aus dem einfachen Grund, dass Stopp ist zwar natürlich an sich ein toller Zustand, aber in diesem Fall ist es einfach, finde ich, zu wenig und viele Gegner sind auch dagegen immun, bei denen sich das lohnen würde, diesen sehr relativ seltenen Zauber zu verwenden. Da behebe ich ihn mir lieber für Kopplungszwecke auf. So. Jetzt weiß ich euch, warum habe ich Xell jetzt das Blitzra gegeben? Ganz einfach, weil Xell noch Platz hatte. Das ist der einzige Grund. Sieht ja alles doch ziemlich abgeranzt aus hier. Und ja. Was sollen wir hier wohl tun? Da steht sogar Open. So. Da steht es sogar nochmal in Rot.
toll ist, es ist jetzt wirklich ein Minispiel, wie schnell ich klicke oder wie viele Klicks ich in der Sekunde schaffe. Davon hängt es ab, ob ich dieses Rad aufkriege. Man ist allerdings nicht alleine, die beiden dann stehen da nicht einfach neben, sondern jetzt habe ich eine geringere Schwelle. Schau mal, ob die zwei Kerle es packen. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon! Jawohl! Quistis muss gar nicht ran. Die hat starke Kerle bei sich. Knarz, knarz, knarz. Puh. Frage, was haben wir denn da jetzt geschraubt? Was bitte war so schwer? Ah, fragt ihr euch. Wisst ihr jetzt, ei? Da haben wir diese fiesen, verrosteten Latten darunter geschraubt. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön schwer ist mit dem... Oh, komm schon. So. Er hat gerade irgendwie die Steuerung verkorkst. So. Und weiter runter. Immer weiter nach unten ist hier unsere Richtung. Relativ untypisch. Normalerweise, das will man ja immer nach oben. Aber in diesem Fall wollen wir nach unten. Ich glaube, das sind irgendwelche Testrohre, in denen irgendwelche Menschen umherschwimmen. Nein. Wir sind hier nicht bei Final Fantasy 7. Sind es nicht. Oh, Dropbox. Nochmal Erzengel. Wie likey. Ist es? Bedien dich. 14 Erzengel. Oh mein Gott, ich liebe es. So. Hinter dieser Säule ist nichts, verrate ich euch gleich. Aber... ja, wo endet die Leiter? Ich würde jetzt wieder nach oben, da wollen wir ja eigentlich nicht hin. Ja. Keine Ahnung. Der Trick an der Sache ist folgender. Verdammt, jetzt komme ich aus dem Screen nicht mehr raus. Wir gehen vor. Und schauen uns den Scheiß mal an. Das ist eine hohe Leiter. Eine wirklich hohe Leiter. Wirklich. Es ist eine wirklich hohe Leiter. Toll. Du hast es kaputt gemacht, Squad. Ganz toll. Das Fundament, auf dem der Garten steht und du... Oh! Abreißen. Kaputt. Aber das Interessante an der Sache ist, gerade eben hätte man sehen können, dort ist dieser Sims. Piep, piep. Und der Bildschirm kurz denkt, oh mein Gott, jetzt ziehen wir den Boden unter den Füßen weg. Nee. Das Boden unter den Füßen ist nur dieser kleine Sims da, in der kleine Ring in der Mitte. So ein anderes aufgemacht. Groß. Das ganze Ding wird immer größer nach unten. Und na, hier geht es leider nirgendwo hin. Nee. Ja. Sehr unauffällig, wo es wohl lang geht. Ja, jetzt noch nicht, als gäbe es hier oben so viel zu tun. Naja, aber die Sache mit dem Bildschirm halt, ne? Ist so offensichtlich. So, netterweise muss man nicht den ganzen Gang wieder runter. Und da sieht man auch so ein nettes Leuchten. Blinken sogar schon. Das einem sagt, wo es lang geht. Alles vorbei? Bisschen vielleicht. Denke ich mal. Ja, na gut, man sollte schon richtig reagiert gehabt haben in der Stelle, aber mein Gott. So. Hier geht's dann weiter. Auch hier wieder ein schönes Beispiel für die echt schönen Movement-Sets dieser Charaktere hier. Die bewegen sich einfach echt toll. In 7 war das ja mehr immer alles so generisch. 9 irgendwie auch. Aber hier ist es wirklich toll.
So. Dann machen wir hier noch einen Hebel. Yippie-yay. Die Tür da hinten machen wir auf. Und jetzt speichern wir. Und dann gehen wir da hin und machen fertig. Ich finde es witzig, dass Xell immer noch mickrige Stufe 13 ist. Während Squall jetzt auf 25 zugeht, was 23 ist. Es ist ein echt riesiger Unterschied. Aber naja. Was haben wir denn da? Wir haben hier unten fast noch nie Viechers gesehen. Ist das Witzige? Das ist jetzt der erste Standardkampf hier. Und wir sehen, das ist eine Blood Soul. Und Prinolas. Alle Prinolas hier unten sind feueranfällig. Ein Grund mehr, sie nicht anzugreifen. Aber die Blood Soul da hinten hätte ich gerne weg. Dadurch. Ja, das ist übrigens das Geräusch, wenn eine Blood Soul stirbt. Nicht, dass ihr euch jetzt erschreckt habt. Zauberstein mal 4. Schade. Die Sache ist nämlich die, durch Squalls geringes Level. Durch Xells geringes Level ist es theoretisch sogar noch möglich. Wäre es theoretisch, glaube ich, möglich, dass wir hier Viecher unterhalb von Stufe 20 haben. So ist der ein Spezialangriff. Ein gemachter Schlag. Finde ich sehr ätzend, aber naja. Wir können uns ja mal angucken, welche Stufe haben die. Dann können wir mal gucken, was, wir haben von ihnen Zaubersteine geklaut. Und ja, wir sind gerade so drüber. Also, wie gesagt, die Prinolas hier unten sind alle anfällig gegen Feuer. Aber theoretisch wäre es, hätten wir ein paar Level weniger auf Squall, wäre es sogar hier noch möglich gewesen, von diesen Viechern ein Dreigestirn zu klauen. Denkbar. Sagen wir zumindest mal. Ups, ja. Selbst ein physischer Angriff macht gegen die Viecher so viel Schaden, weil wir das richtige Element haben. Gut, wir haben jetzt immerhin 8 Zaubersteine bekommen. Gehen wir. Ich muss zugeben, das mit den Dreigestirnen habe ich ewig nicht nachgeschaut. Das könnte doch sein, dass ich mir da irgendwann mal was Falsches gemerkt habe. Aber es sei mir jetzt auch egal. 7 AP für diesen relativ leichten Kampf. Also für uns relativ leicht. Was seid ihr? Blub. Deshalb ihr, weil es 2 sind. Das ist der hiesige Boss. Der kann relativ anstrengend werden, sag ich mal. Also es ist ein Boss-Duo und es ist ein ziemlich langweiliges Boss-Duo. Man kann die einfach beide töten, ohne dass irgendwelche Mechaniken auftauchen. Das Fiese ist, erstens, wenn man guckt, Dinger machen Schaden. Und zwar deutlich mehr als die Bosse bisher. Außerdem haben sie Konfu, das sie Gott sei Dank nicht verwenden. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich beklaue die mal einfach ganz entspannt. Sie bieten Medica als Draw an. Das heißt, die können außerdem, glaube ich, noch blind verwenden. Also, blendenden Angriff kann, glaube ich, passieren. Ihr merkt schon, der Schaden von denen ist relativ gesehen wirklich bemerkenswert. Habe ich jetzt ein bisschen gedrawt? Ah, ne, sie hatte einfach noch keinen Befehl. Keine Sorge, ich drawe nur so lange, wie ich noch keines der Viecher angreifen kann, bis Quiz es halt geklaut hat. Das scheint hier jetzt etwas wieder zu dauern. Konfu ist halt einfach deswegen ein wertvoller Zauber. Zu verwenden lohnt sich fast nie, weil ihr könnt sicher sein, dass die schlimmen, riesigen Angriffe dann genau in eurer Gruppe landen. Auch wenn das nicht konfusioniert ist. Konfus ist, Entschuldigung. Aber es ist halt für die Zustandsabwehr einfach unglaublich wertvoll. Weil Konfus ist halt einer der Zustände. Wenn man sich gegen Zustände verteidigt, ist das einer, der ganz oben auf der Liste steht. Denn Konfu, ich meine, der Charakter greift irgendwelche Ziele an. Wenn man jetzt so eine typische Boss-Situation hat. Boss oder starker Gegner gegenüber die Gruppe. Ein Charakter wird konfus. Wir haben ein oder zwei Gegner vielleicht und 3 Gruppenmitglieder. Ihr könnt es euch ausrechnen. Das endet meistens scheiße. Saug. Ich würde aber sagen, dass die Squalls HP schon zur Hälfte weggemacht haben. So, erster Diebstahl ist fertig. Treibstoff. Naja, ich bin nicht so begeistert davon, aber bitte. Wir können uns wenigstens jetzt wehren. Also wir können den einen halt schon mal. Ölspucke. Da frisst also wieder jemand Schaden. Wer ist es diesmal? Plop.
Hui. Dann machen wir hier mal Ordnung. Oh. Das war, glaube ich, lang auf der Weg getan, ne? Voila. Ja. Wenn du jetzt nochmal. Die Ölspucke war ein Konter? Die Ölbombe meine ich. Aber ihr merkt schon, was die mit unseren HP anstellen, ne? Merkt ihr was? Ach, komm schon. Also den da verabschieden wir jetzt auf jeden Fall. Weil die mögen einiges an HP haben, aber das überstehen sie nicht. Never. Niemals. Niemals überstehen die 6 Schläge mit dem Grobspalter. Waren 6 Schläge oder 7? Ich habe nicht mitgezählt. Bumm. Nummer 1 wäre dann wohl kaputt. Heißt, Squall eigentlich ja jetzt in Lebensgefahr. Denn die Ölbombe würde ihn töten. Was ist das? Diesen Angriff kenne ich nicht. Bitte nichts allzu Starkes. Bitte nichts allzu Starkes. Fluch! Na toll. AE-Fluch. Danke. Wir heilen uns jetzt erstmal eine Runde. Also, die nicht mit Rauben beschäftigt sind, heilen sich eine Runde. Ich meine, daran hindert uns das ja jetzt im Moment nicht. Wir sind ja nicht unbedingt auf unsere Spezialtechniken angewiesen. Wir könnten das Viech auch mit normalen Angriffen einäschern. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil Feuerkopplung. Hahaha. Okay, schlechter Witz, ich weiß. Aber. Augen. Trau. Zell. Trau auf sich. Wer ist sich? Wir haben keinen sich in der Gruppe. Komm schon, Quistis. Kannst du dich nicht langsam mal bequemen, ihn um seinen Treibstoff zu erleichtern? Oder was auch immer er hat, bitte was Besseres als Treibstoff. Manche Viecher haben mehrere Items im Clown-Pool, genauso wie Drop-Pool verschiedene Sachen sein können. Meistens dann halt eins davon Standard und eins davon selten. Aber ich glaube, bis zu 3 sind möglich. Müsst du bitte auf den Squall auszusaugen, das ist unhygienisch. Ich warte jetzt mal mit Squall erstmal. Er sollte jetzt im Moment erstmal alle Angriffe, die potenziell kommen können, aushalten. Würdest du bitte? Da ist auch mal Blinde. Soll er sich mal kurz von der. Ups. Achso, ahahaha. Ja. Dummkopf. Wie soll der denn eine Spezialtechnik kriegen, wenn er Fluch drauf hat? Kann ja gar nicht klappen. Hätte ich merken können. Ich finde halt dieses dunkle Pulsieren der Charaktere, das blendet man halt irgendwann total aus. Gut, jetzt halten wir uns halt hoch. So, also heilen die Zustände und so. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass er jetzt gleich wieder in der Sonic Wave verwendet, deswegen gehe ich mal davon aus, dass er das jetzt nicht macht. Und wir das Viech jetzt verabschieden dürfen. 4 Schläge. Aber es hat ja auch schon einen Cells Angriff drin. Und einen Grobstwalter. Jo, das ist tot. Ihr merkt, es ist eigentlich ein Kampf. Viel halten, aushalten tut die nicht. Na, es sind halt 2 Viecher. Aber sobald dann die Hälfte des Schadens rausgerückt wird, ist halt eins schon tot. Es sei denn, man macht nur GFs. Die teilen ja gleichmäßig Schaden aus. Aber an sich lassen die sich relativ gut niederfokussen. Multi auf einen, Duell auf einen, irgendwie solche Sitze. Dann sind die relativ schnell futsch. Juhu. Magie 40, Zustandsabwehr, alles nette Sachen. Ich speichere jetzt auch nicht extra nochmal. Ich meine, es hat zwar ein Weilchen gedauert, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass wir jetzt einfach so mal eben plopp sterben. Ich wüsste nicht, was das zu Wege bringen sollte. So, Magiebonus. Endlich. Gegner, hier war das. Ups. Zustandsabwehr mal 2. Ja, bitte. Quistis kriegt jetzt also einen kleinen Schub an Magie. Wieder ein bisschen mehr.